Klicken für Starten. Willkommen zurück beim Q-Vegas. In diesem Teil Ihres Trainings sollen Sie sich mit der Rolle der Technologie und deren Einfluss auf Ihren Erfolg auf dem Schlachtfeld vertraut machen. Mit freundlicher Unterstützung von Quantum Vision Works erhalten Sie die Technologien für mobile demolische Artillerien und Titanstummbots. Um diese Einheiten auf dem Schlachtfeld einsetzen zu können, müssen Sie in Forschung investieren. Erforschen Sie beide Einheiten. Machen wir direkt. Wir haben 10 Punkte, 10 Forschungspunkte hier oben in der Leiste, wo die FPS sind. So, gut, lass mal sehen. Was muss ich denn... Wo ist denn das? Naja, gut, das ist das Einzige, was geht. Der Demolisher und der Titan können jetzt in ihrer Landfabrik gebaut werden. Schön. Forschung bringt nicht nur neue Einheiten, sondern verbessert auch die bereits bestehenden. Um dies zu veranschaulichen, wird Q-Vegas die Forschung für diese Rocketpanzer automatisch abschließen. Beobachten Sie's. Ein zusätzliches Rohr erhöht den verursachten Schaden einer Einheit pro Sekunde. Mhm. Flugabwehr gibt Ihnen die Fähigkeit, Lufteinheiten anzugreifen. Mhm. Und Schildtechnologie verstärkt schließlich Ihre Abwehr beträchtlich. Diese Rockets sind nun eine eindrucksvolle Einheit. Greifen Sie mit ihnen eine identische Anzahl feindlicher Rockets ohne Forschungsverbesserungen an. Von Quantum Vision Works zu einem leichten Sieg. Naja, leicht. Für Commander stellen wir auch eine Forschungsstation bereit. Sie führt Simulationen aller Schlachtfelddaten durch, wodurch mit der Zeit mehr Forschungspunkte erzeugt werden, mit denen zusätzliche Technologien erworben werden können. Errichten Sie mit Ihrer ACU oder einem Techniker eine Forschungsstation. Machen wir direkt. Forschungsstation hier oben hin, da passt sie gut und stört. So, und wie eine Eule drehen wir uns auch direkt 360 Grad einmal quer rum, nur um das olle Ding zu bauen. Mega geil. Ja, ihr merkt schon, Strategiespiel, da bin ich nicht ganz so wie sonst immer. Da muss ich mich auch ab und zu mal konzentrieren, was ich tatsächlich auch kann, man mag es nicht glauben. Je mehr Forschungsstationen Sie bauen, desto schneller bekommen Sie diese Punkte. Mhm, okay. Nun werden Sie einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie es ist, selbst Commander zu sein. Es geht nicht nur um Nahansichten einer kleinen Anzahl von Einheiten. Ein echter Commander muss auch die Gesamtsituation im Auge behalten. So hilft zwar eine Fabrik beim Bau von Einheiten, aber ein wahrer Commander hat mehrere davon. Ein halbes Dutzend Einheiten zu kontrollieren ist eine Sache, aber wie sieht es mit 50 oder mehr aus? Das sind aber nicht 50 oder mehr. Wenn Ihre Armee größer wird, kann es schwierig werden, Sie mit so einer eingeschränkten taktischen Ansicht zu leiten. Wechseln Sie mit der patentierten strategischen Zoom-Technologie von Quantum Vision Works in den Strategiemodus. Ich würde mal behaupten, ich meine das hier. Im Strategiemodus erhalten Sie einen vollständigen Überblick über den Operationsschauplatz. Da Sie mit dem Strategiemodus nun vertraut sind, bringen Sie ihn zur Anwendung. Commander müssen oft mehrere Dinge gleichzeitig tun. Wenn Sie gerade keine Einheiten und Anlagen an oder um Ihre Basis herum bauen, greifen Sie den Feind an mehreren Fronten auf dem gesamten Schlachtfeld an. Wir haben noch zwei feindliche Basen auf dem Schlachtfeld positioniert. Eine nördlich Ihrer Anfangsposition und eine südlich. Beide werden durch Punktverteidigungen und mobile Einheiten geschützt und jede Fabrik produziert zusätzliche Einheiten. Wir überlassen Ihnen die vollständige Kontrolle über mehrere Armeen mobiler Einheiten. Außerdem geben wir Ihnen Ressourcen und Fabriken, um mehr Einheiten zu bauen und weitere Technologien zu erforschen. Befehlen Sie Ihren Armeen mit dem Strategiemodus, das markierte Ziel in jeder der feindlichen Basen zu zerstören. Ja, wie nett, die haben sie uns ja direkt wieder vor die Haustür gesetzt.
So, mal gucken. Also, wir haben hier gigantisch große Kacke und wir sollen da statt die... Das dort. Dann ist es bestimmt ratsam, wenn wir grundsätzlich erstmal alle Punktverteidigungen ausschalten. So, habe ich die jetzt? Ja. So, Punktverteidigungen. Was sieht hier nach Punktverteidigung aus? Das hier sieht nach einer Punktverteidigung aus. Was sind das hier? Energiegeschichten. Gut, kümmern wir uns erstmal mit der hier um die hier. Und mit Escape? Nein, nicht mit Escape. Jetzt muss ich nur auf die Taste kommen. Ah, ich weiß nicht mehr, welche Taste Pause war. Ha. So, mit verzögerter Wirkung kommt dann die Geschichte hier zum Einsatz und hier machen wir genau das gleiche. Hier auf die Punktverteidigung erstmal und hier, ich weiß nicht, einfach mal hinterher gehen. Irgendwas für euch wird sich schon finden. So, wie man sieht, die kümmern sich hier alle eigentlich auch schon ganz nett drum. Aus. Die haben irgendwie alle nichts mehr zu tun. Alle Einheiten, die Ressourcen produzieren, sind Hauptziele. Gut, bin mir auch gut. Und natürlich die schweren Punktverteidigungen. Ich glaube doch einfach mal gemeinsam hier auf die Basis rauf. So, bei der Basis haben wir eigentlich schon das Hauptziel fast. Das hier? Nein, das da. Hier oben. Ich weiß nicht, das hier sieht so nach Ziel aus. Wird das seinen Produktionsfähigkeiten ernsthaft schaden? Ne. Sag bloß. Wenn ich meinen Gegner angreife, wird ihn das eliminieren. Sag bloß. So, Jungs, haut mal rauf. Schön, dass die irgendwie alle nichts von alleine machen. Naja, wäre vielleicht auch ein bisschen einfach. Eine geschafft, eine bleibt noch. Sie haben den Quantum Vision Works ACU Simulator erfolgreich abgeschlossen. QVAGUS wurde Ihnen präsentiert von Quantum Vision Works, einer Abteilung von QAI Industries. Quantum Vision Works, wir erschaffen ein besseres Morgen für Sie, schon heute. Nett. Operation abgeschlossen. Wieder mit ganz vielen Punkten. So, hier geht's los. Gut, dann hätten wir noch nächste Operation. Mal gucken, was das wieder ist. Nothelfer da kommen. So, zum Starten klicken. Die Feierlichkeiten zum 25. Jahrestag des Sieges über die Seraphim wurden angesichts der jüngsten Ereignisse, die die Koalition erschüttert haben, abgesagt. Unbekannte Streitkräfte haben eine Kolonie der UEF auf Systemcheck. Zwei angegriffen und so die Spannung. Einer Quelle innerhalb der Koalition zufolge bemühe man sich. Externer Schub auf 3 im grünen Bereich. Allianz. Wir sprechen nun mit dem berühmten Fitness-Experten Morten Nosenex zur direkten Anwendung in der Nasenhöhle. Dr. Gustav Brackman, Anführer der Cyber-Nation. Initiiere Grenzverteidigungssysteme. Check. Trauert um Koalitionspräsident Riley. So viele Sender und nur schlechte Nachrichten. Okay, Maddox. Alle Einheiten sind in Position für die Übung. Roger, dann lass uns mal loslegen. An alle Einheiten. Es wird mit scharfer Munition geschossen. Also bleibt am Ball und am Leben. Übung beginnen in 3, 2, 1, los. Frei zum Angriff. Rockets auf 1 Uhr. 2 Kilometer. Nutze Überladung. Eingeschaltet. In
Position, um die hintere Artillerie anzuvisieren. Verstanden. Löse Sicherung. Bomber sind kampfbereit. Weiter auf mein Zeichen. Wir haben eine Anomalie in ihren Zielroutinen entdeckt. Angriff abbrechen! Angriff abbrechen! Sie reagieren nicht auf Befehle. Das wird wehtun. Dawn, wann kommst du nach Hause? Dein Sohn wächst ohne seinen Vater auf. Hast du nichts dazu zu sagen? Dawn! SEO 43 melden! Statusbericht! Ich bin bei 40%. Regeneration aktiviert. Das war sowas. Wir versuchen es nochmal. Gegenmaßnahmen ergreifen. Positiv. Zielobjekte beseitigt. Raketen abgefeuert. Gut geschossen, Michael. Diese Übung ist durch. Komm nach Hause. Eine Log aus. Warte, gib mir einen verschlüsselten Kanal. Nicht schon wieder. Jegliche unautorisierte Kommunikation über einen verschlüsselten Kanal ist eine Verletzung des Koalitionsgesetzes. Titel 18, Abschnitt 444.3. Ja, das weiß ich genauso gut wie du. Du kommst vors Militärgericht, Kumpel, nicht ich. Hi, Schatz. Wie geht's meinen beiden Lieblingen? Dein Sohn schläft. Er vermisst seinen Vater. Ich vermisse seinen Vater. Ich vermisse euch auch. Dom, du musst nach Hause kommen. Ich höre ständig, dass in anderen Teilen des Systems Erleuchtete verhaften. Das sind nur Gerüchte. Bist du sicher? Ja, mach dir keine Sorgen. Ich weiß nicht. Was haben George und du gestern gemacht? Wir haben angefangen, an einem Schulprojekt zu arbeiten. Du solltest es sehen, er macht es ganz toll. Neulich hat er